waren jetzt eben bei der Werkssicherheit, haben jetzt eben unsere Besucherausweise bekommen und haben jetzt die coole Möglichkeit, im Werk zu drehen, was echt heftig ist. Freut mich mega. Genau, also wir haben zum Beispiel eben uns den ganzen Karo-Bau, da werden die ganzen Karossen zusammengebaut. Und wir dürfen jetzt gleich zum exklusiven Interview in die Endabfertigung von unseren Karossen ans Finishband. Und da melden wir uns dann gleich mit unserem Interviewpartner. Servus. Servus. Ich bin der Felix. Ich bin der Ralf. Was machen Sie denn hier Schönes im Werk? Also ich war der Werksprojektleiter für den i4 und fürs Grand Coupé. Hab dieses Produkt bei uns hier ins Werk gebracht, integriert und quasi die Schnittstelle zwischen Werk und Projekt dargestellt. Was bedeutet denn jetzt die Produktintegration vom i4 für das Stammwerk? Mittlerweile gibt es ja auch schon seit 100 Jahren. Ja, also für uns, du hast es ja gerade angesprochen, ist das ja als 100-jähriges Stammwerk, wir feiern ja dieses Jahr auch Geburtstag, ne? Ja. Das ist schon nochmal der nächste Meilenstein für uns hin in die Elektromobilität. Ne? Wir haben jetzt the Power of Choice quasi, wirklich die komplette Bandbreite hier vom M3 als wirklich die klassische Spaßmaschine im Antrieb. Rein Verbrennungsmotor? Rein verbrennerisch natürlich. Dann die, ich sag's jetzt einfach mal, konventionellen Verbrennermotoren im 3er Touring, das Grand Coupé. Dann die PHEV-Derivate dazu und jetzt mit dem i4 natürlich auch den nächsten großen Schritt, das richtig voll elektrische Fahrzeug. Und das bringt uns jetzt natürlich einen großen Schritt weiter in die Zukunft zur rein elektrischen Mobilität. Was hat es dann bedeutet für die Produktintegration in den laufenden Produktionszyklus? Das war bestimmt keine leichte Angelegenheit. Nein, das hat uns schon vor ein paar Herausforderungen gestellt. Also insbesondere natürlich der Hochvoltspeicher, ne? Ich meine die 650 Kilogramm da unten, die wir da ans Fahrzeug bringen mussten. Dafür waren jetzt unsere Anlagen nicht vorbereitet. Ne? Das muss man klar sagen. Da haben wir also doch einiges investieren müssen, wie wir jetzt heute den Hochvoltspeicher automatisiert ans Fahrzeug hinbringen. Vorher einen Oberflächenscan durchführen. Auch das haben wir ein bisschen Neuland betreten, wie wir das sauber absichern können, dass da nichts drauf liegt und dann automatisiert verschrauben. Hat man in die bestehenden Hallen ja einfach eintakten müssen. Ne? Das war ja genau. Schon ein bestehender Prozess in der Taktzeit und dann kam das hinzu. Das waren ja neue Prozesse, die dazu kamen, richtig. Auch für die Werker zum Einarbeiten dadurch. Natürlich. Ist das am laufenden Betrieb einfach passiert? Ja, meine, so eine große Vorbereitung, die kann man nicht einfach während dem laufenden Betrieb im Band umbauen. Ne? Da haben wir natürlich schon eine Produktionsunterbrechung gebraucht, mal eine längere Sommerferien. Aber ja, im Prinzip, ich meine, Sie kennen das Werk München, urbanes Umfeld, Sie kennen die Platzverhältnisse hier, die Strukturen, in denen wir hier arbeiten. Da ist es natürlich nicht ganz trivial, sowas zu integrieren, da erstmal den Platz zu schaffen und dann die Anlagen entsprechend wieder nachts einzubauen. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Sind ja auch mitten in der Innenstadt, wie gesagt, 100 Jahre ist der BMW schon genau an diesem Standort hier. Also auch wiederum schön, dass man es trotzdem hier noch weiterführen kann und hier die nächste Generation der Fahrzeuge produzieren kann. Ich meine, das ist genau das, worauf wir natürlich auch stolz sind. Ne? Ja. Nicht nur die 100-jährige Geschichte, sondern dass wir jetzt auch hier wirklich es geschafft haben, den nächsten Schritt zu machen und uns hier als Werk auch in dem nicht ganz einfachen Umfeld, aber auch interessanten Umfeld. Ne? Ich meine, nebenan ist die BMW-Welt, ne? Das ist natürlich eine einmalige Location hier, auch mit dem Hochhaus. Dass wir es jetzt geschafft haben, diesen Standort fit zu machen für die Elektromobilität, für die Antriebe der Zukunft und somit natürlich auch die Zukunft des Werkes damit jetzt erstmal gesichert haben. Ne? Wie schaut es denn aus von den Produkten an sich? Wir sind ja mit dem i4 angereist. Mhm. Der hat aber bestimmt ein paar Ähnlichkeiten zum Grand Coupé, auf dem er auch an sich basiert. Also was sind da für Gemeinsamkeiten oder wo haben wir uns da verändert? Ja, also die vom Grundsatz her basiert der i4 auf dem Grand Coupé, richtig beobachtet. Wenn man die zwei Fahrzeuge nebeneinander sieht, sieht man, dass sie doch eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist. Na, ich meine, natürlich hat man den i4 rein äußerlich mit so ein paar dezenten Applikationen. Ne? Man wird es ja vielleicht später auch mal sehen, diese blauen typischen Elektro-Applikationen hat der i4 natürlich auch. Kennen wir auch schon aus der bestehenden i-Generation, ja, genau. Beim i3, beim i8 genau. Hatten wir das ja auch immer schon, dass diese blauen genau. Designelemente, die wir immer genau. schon haben, da hineingeführt haben. Aber er unterscheidet sich technisch natürlich neben den ganzen Tachen E-Antriebe und Hochvoltspeicher, haben wir natürlich schon so ein, zwei wesentliche Unterschiede drin. Das eine ist die Hinterachse, der i4 hat ja eine luftgefederte Hinterachse, das Grand Coupé hat ja eine konventionelle Hinterachsfederung und
Der augenscheinlichste aus meiner Sicht Unterschied ist, auch wenn man dann ins Fahrzeug einsteigt, natürlich den Anzeigeverbundsystem im Fahrzeug drin. Ne? Das Grand Coupé hat noch das klassische E-Tafel-Design wie der Dreier und der Dreier Touring vorher. Und der i4 ist hier schon wieder in der nächsten Generation, sage ich jetzt mal, dieses große AZV, das Verbundsystem. Vom iX auch schon die gewissen Ähnlichkeiten. Genau, ja, haben genau. Wir auch schon gesehen, heute auch schon ein bisschen rumgespielt. Aber da kommt die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bei uns, wenn wir dann... Da gibt es, glaube ich, auch ein bisschen was zum Entdecken. Da ist man mit einer halben Stunde Fahrt noch nicht durch. Ne? Was wir da an neuen Connectivity-Features reingebaut haben, was da so an dem Fahrerassistenzsystem und mit dem großen Touchbild Schirm, ich glaube, da kann man schon einiges entdecken. Was war denn Ihr persönliches Highlight bisher? Wir sind auch bestimmt schon ein paar Mal mit dem i4 gefahren. Was war denn Ihr Highlight auf der Probefahrt? Also ich finde immer, der i4, also aus meiner Sicht ist das einfach ein wirklich rundum stimmiges Fahrzeug. Also das ist, macht wirklich Spaß mit ihm zu fahren. Der ist sehr sportlich, sehr agil, trotzdem aber sehr komfortabel. Also er vereinbart wirklich so diese Freude am Fahren. Kommt da wirklich rüber und ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, E-Mobilität, das macht doch keinen Spaß und ich brauche da, Also ich glaube, wenn man mal i4 gefahren ist, dann würde ich das nicht verstehen, wenn das noch einer sagt. Also ich sage immer, die sind noch nicht i4 gefahren, weil das ist wirklich ein, sage ich, stimmiges, rundes, sportlich gutes Fahrzeug, wo man wirklich Spaß haben kann. Wie ist es von der Achsgeometrie? Ist das gleiche beim Grand Coupé oder hat die i4 das ein bisschen anders? Weil die Hinterachse ist ja verschieden, aber die Vorderachse... Die Vorderachse ist die gleiche, ja. Also Radstand und so weiter ist gleich. Okay. Und auf der Fahrt her, wir waren jetzt eigentlich meistens im Eco Pro unterwegs auf der Autobahn, haben wir auch schon den Verbrauch echt gut geschafft. Ja, also ja. sind weit über 400 Kilometer gekommen. Aber natürlich mussten wir auch schon mal auf Sport drücken und da kommt die Freude am Fahren natürlich durch. Ja, also ja wir sind das auch ist schön. Es ist toll, dass... Auch die Hans-Zimmer-Sounds schon mal ausprobiert. Na klar, ja. Erstmal gleich erstaunt gewesen. Ne? Klingt schon sehr kernig, cool. Also es macht wirklich noch genauso Spaß. Auch in den Kurven liegt er schön, was wir bisher erleben konnten. Ne? Nur Autobahnen und Auf- und Abfahrten. Aber deswegen begeben wir uns auch auf die Landstraße. Da waren Sie auch schon viel unterwegs wahrscheinlich. Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, sehr agil das Fahrzeug, super Straßenlage. Auf dem Schwerpunkt, der Akku ist unten wieder reingeschraubt, oder? Ja, genau. Das kommt natürlich dem Fahrzeug auch zugute. Der tiefe Schwerpunkt, ne, der Hochvoltspeicher, der unten natürlich für eine solide Straßenlage auch sorgt. Und deswegen, glaube ich, ihr werdet auch bestimmt viel Spaß auf der Landstraße haben. Lässt sich sehr agil fahren, sehr dynamisch fahren. Und ja, da kommt Freude auf. Ne? Ich glaube, da werden wir noch ein paar coole Einblicke gewinnen, wenn wir uns dann auf die italienischen Landstraßen begeben. Und dann nehmen wir euch natürlich auch mit und zeigen euch ein paar dynamische Fahreindrücke und wie wir die Freude am Fahren auch in der nächsten Fahrzeuggeneration genießen können. Wunderbar, da freue ich mich drauf, das zu sehen dann, eure Eindrücke aus genau. Italien. Ne? Und von daher sage ich nur, danke fürs Kommen. Wir bedanken uns, dass wir die Einblicke genießen konnten. Und mal sehen, wo unser Fahrzeug, was wir jetzt bewegen dürfen, eigentlich herkommt, wo ihr Ursprung liegt. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Ich sage danke fürs Kommen und viel Spaß noch. Ne? Danke. Danke, servus. Man darf nicht jeden Tag hier ganz am Ende von der Produktionslinie sich ans Finishband stellen und bei der Montage zuschauen und dann eben auch noch mit dem Herrn, der sich damit sehr gut auskennt, mit dem Ralf eben darüber sprechen. Das ist echt eine super Chance gewesen für uns, auch live reinschauen zu dürfen. Ja, ich muss auch echt sagen, aus dem Glotzen kam man gar nicht mehr raus. Wir haben noch einen gelben M3 gesehen, die ganzen i4s, wunderschöne dunkelblaue Töne und alles mögliche. Also Sanremo Grün, Sanremo Grün auch mega. Die Farbe unbedingt mal anschauen, wer sie noch nicht kennt. Falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit an der Kamera vorbeigucke, wir sind in München an der BMW-Welt und ihr fährt gefühlt alle 2 Sekunden irgendwas Hammermäßiges vorbei. Dementsprechend, wir sind jetzt durch für den Tag, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schneiden bloß noch ein bisschen, aber ansonsten danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Danke an Jochen und Anna von dem BMW, dass sie uns das hier möglich gemacht haben und dann auch an alle anderen, die heute am Dreh beteiligt waren.